Und diese Schwester ist für mich auch was dabei. Bestimmt nicht. Ja? Was ist das denn? Ja, sieht wie ein Brief aus, wenn du mich fragst. Ach, was? Ja. Natürlich ist es ein Brief. Ja, was ist denn nun damit? Sei still, ich muss mich konzentrieren. Ja, bitteschön, kein Problem. Hallo, Frau Hexana. Ja, ich stecke in der Klemme. Weihnachten steht vor der Tür und ich benötige dringend eine zusätzliche Hilfskraft. Es würde mich ungemein freuen, wenn Sie mir diesbezüglich Ihren treuen Hugo zur Verfügung stellen könnten. Das bin ich hier. Vielen Dank im Voraus. Der Weihnachtsmann. Ja, ist das nicht toll? Ich soll dem Weihnachtsmann helfen. Jingle Bells. Was? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dieser Brief hier vom Weihnachtsmann ist. Na, natürlich. Von wem sollte der denn sonst sein? Ich meine, der steht doch drunter. Vielleicht von einem neunmal klugen Troll, der mich mal wieder reinlegen will. Also, wenn du das glaubst, dann hast du wohl ja eine Schüssel im Schrank. Ich glaube, du brauchst mal wieder eine Abkühlung. Na? 1, 2, 3. Regen, komm herbei. Die hat doch heute schon geduscht. Einmal ist keinmal. Ich will. Sehr witzig. Stellt endlich den Regen ab. Ist ja furchtbar. Ja, ganz nasse Haare, ihre ganze Frisur wird zerstören. Hör jetzt endlich auf damit. Mach jetzt diesen blöden Regen endlich weg. Bei diesem Gebrüll kann man doch nicht mal telefonieren. Jetzt sei still. Hallo, hier ist Dana, der stört. Hallo, Walburga. Sag doch schon, ja, der dumme Trollschreit so rum. Ja, ich hab's ihm schon gesagt. Stehst du im Regen, musst du dich bewegen. Sei jetzt still. Ja, ja, Gott, du telefonier doch. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen telefonieren. Zwar mit dem Andreas, grüß dich. Hallo, Hugo. Hallo, Andreas, alles klar bei dir? Ja, sicher, hundertprozentig. Regnet's bei dir auch? Nein, Gott sei Dank nicht, weil wir nachher noch Fußball spielen. Nee, du spielst Fußball? Ja, ich spiel Fußball. Ja, hast du dir auch schon mal wehgetan? Ich kenne da so einen, der tut sich immer die Beine dabei weh. Ja, geht. Aber wenn man sich viel schmeißt, dann kann das schon mal passieren, dass man aufs Knie fällt oder so. Ja, na, besser als mal auf die Nase, ne? Ja, wie ist denn das hier? Bramsche, wo ist das denn? Das ist bei Osnabrück. Ach so. Also im Norden, 100 Kilometer von Bremen. Ja, kenne ich. Und Bramsche, wo spielst du im FC Bramsche oder was? Nein, das ist eine Straßenmannschaft. Die ganze Straße oder was? Nein, wir haben uns mit mehreren Jungs zusammengetan, haben eine eigene Mannschaft. Das sind die Buschbolzer 92, heißen wir. Aha, und Buschbolzer. Wie der Bus? Ja, Busch. Wieder Busch. In den Busch. Ja, genau. Da. Klasse. Und dann spielt ihr immer zusammen. Ja, sicher. Wahnsinn. Und du gewinnst immer. Ja, sicher. Hoffe ich ja. Dann bin ich ja beruhigt. Dann können wir jetzt ja auch mal miteinander spielen. Ja, mal gucken, ob du da auch gewinnst. Ja. Wir werden mich jetzt beide schön... Standest du schon mal auf dem Snowboard? Nee, noch nicht. Ja, der Hugo schon. Da steht er auch gleich wieder. Guck mal, 4 und 6 für links und rechts. Ja. Mit der 5 haben wir diesen fetten Schneemann mal die Mütze kaputt, okay? Ja. Alles klar. Und los geht's. Hoi. Ja, so. Also wir müssen erstmal, guck mal, rechts, rechts, links, rechts und dann nochmal rechts fahren. Weg gemerkt, ja, ne? Wie sagt man so schön, bist ja ein pietsches Kerlchen, ne? Ja, wir. So, bleib gleich in der Mitte, dann nehmen wir gleich den Sack mit. So, jetzt nach links rüber, ist gut, Mann. Hallo, Hugo! Die nächste Abzweigung müssen wir nach rechts fahren, so als kleiner Tipp für dich, Andreas. Rechts, rechts! Das ist die 6, genau. Das kennt der Andreas. So, rüber links, wir drücken ja den Sack und holla, die Hugo. Ja, rüber, hier nach rechts. Ja, rechts. Ja, juhu. Zur nächsten Abzweigung müssen wir nach links fahren, Andreas. Mal ein kleiner Tipp so von Hugo zum Fußballspieler und so, ne? Jetzt links, bitte. Ja, links, das ist die Mitte. Schade eigentlich. Ah, schade. Ja, schade, ja, du. Ja, schon mal die Eiswürfel für den Cocktail. So, jetzt nach links, bitte. Ja. Ja, ein bisschen die 4 drücken. Das tut ja mal ganz gut. Ah, jetzt kommt die alte fette Nase. Pass mal auf, sobald das Fadenkreuz auf der dicken Nase ist, musst du 5 drücken. Jetzt. Ja, Chassabong. Klasse. Nächsten Abzweig müssen wir nach rechts fahren. Rüber rechts, ja, bleibt da schön mit der 6. Ja. Hugo. Das bringt viel Spaß, du. Solltest auch mal damit anfangen. Aber ihr habt da oben nicht so viel Schnee im Bramsche, ne? Was denn? So, weiter vor dir, weg da! Konzentrier dich! Nächster Abzweig müssen wir wieder rechts fahren. Rechts! 6, 6, 6, 6, 6! Ja, 6, nein! Das ist... Upsala! Was ist denn nun los? Hast du was am Telefon gemacht? Weiß ich nicht. Achtung! Pfeil drücken! Und... Wurschti, wir sind im Ziel! Okay.
Ja, ja, natürlich ist das schön. Wahnsinn, Mensch, mit dir fahre ich ja gerne Skateboard. Das freut mich. Punktestand, Punktestand, da ist der Punktestand. Wo stand er denn, der Punkt? Da steht er. Mhm. Ja, voller Sack auch noch. Das ist ja gemein. So. 700 Punkte. Wahnsinn, dafür gibt's einen mega, mega, mega Preis. Exklusiv für dich. Kein Hexenoutfit, sondern eine lässige Jeansjacke, ein cooles Jeanshemd und ein klasse Sweatshirt von Reifel. Alles natürlich aus bestem Material und vollem Trend. Wunderbar. Hey, klasse, Andreas. Wahnsinn, wir gehen jetzt in die Schatzkammer. Ja, du weißt, hier kannst du Punkte per Doppel- oder per Vierfach. Ja. Du musst den Schlüssel aussuchen. Drück mal. Ja, so, lieber den da. Ja, gucken. Hoffentlich beißt der jetzt auch. Ja, ärgerlich ist das auch noch. Naja, aber immerhin, schönen Preis hast du. Und wir schauen mal, wo du auf der Hexenrolliste stehst. Ja. Da, Nummer 3. Wer schreit denn nicht bei dir im Hintergrund so rum? Das ist mein kleiner Sohn. Hallo, kleiner Sohn, wie heißt du? Dennis. Hallo, Dennis. Ja, ist das auch so ein kleiner wilder Dennis bestimmt, ne? Hi, Sascha. Hi, dann grüß mal schön den Dennis. Hat Spaß gemacht mit dir, Andreas. Viel Spaß beim Fußballspielen und schieß mal für mich ein Tor mit. Ja, tschüss. Und ihr könnt weiter anrufen, ist ja klar. 0137 32356. Und ich gehe derzeit zum Weihnachtsmann. Bis gleich.